So, wir warten eben noch die letzten 20 Sekunden ab. Bam, bam. Disney kann ich Fahrstuhl fahren, wenn jemand zuguckt. Ist tatsächlich leider so in dem Spiel. Wenn der Alarm läuft, ist nichts mit Fahrstuhl fahren. So. Wo war der Nikita-Werfer? So heißt die Waffe. War der? Der war nicht hier, glaube ich. Ich glaube, ich muss wirklich wieder rüber ins andere Gebäude. Oh. Das ist die Frauentoilette, ne? Ja. Ja, ja, ja. Der Typ pinkelt. Ich möchte mal eben was ausprobieren. Meiling, wie kann jemand ab... Schon wieder einen New Fall gemacht? So, warte mal. Wie greife ich jemanden? Oh fuck, er ist fertig. Ups. Genau. So. Oh, dass er stirbt? Ich dachte, der wäre dann bewusstlos. Upsi. Da kommen wir später hin. Das ist die Psycho Mantis Tür. So. Ich glaube, hier lag ein Nikita-Werfer. Ich weiß nur nicht, ob Meryl schon hier rumlief. Ist das Meryl? Nee, ich glaube, Meryl lief noch nicht hier rum. Ah, hier, Nikita-Launcher. Perfekt, hier war der. Stun Grenade, eine Blendgranate. Jetzt ist. Okay, das ist nicht Meryl, weil der ist aufs Männerklo gegangen. So. Kann euch gleich mit Meryl noch ein Easter Egg zeigen. Und Überraschung, es hat was mit Unterwäsche zu tun. Vielleicht kriegen wir es hin. Wenn wir hier Emmerich befreit haben. Ich habe vorhin schon gesagt, dass er Otacon heißt. Sein Codename ist Otacon. So. 12 Versuche, Chat. Ich kenne den Weg nicht mehr. So, die Kameras kann man kaputt machen. Das sollten wir auch tun, weil die schießen auf die Rakete. Die kann nur auf der Höhe fliegen. Also ich kann nicht die Höhe ändern von der Kamera. Von der Rakete. Die bleibt auf der Höhe, auf der wir die abschießen. Wir müssen dann nämlich mit Snake gleich auch nochmal lang. Da gibt es nämlich Items zu sammeln. Deswegen ist es eigentlich eh gut, die Kameras zu zerstören. Da wir ja nicht unendlich Zeit in diesem Gasding haben. Weil wir keine Gasmaske haben. Ich glaube, hier liegt aber irgendwo eine Gasmaske. Ich glaube, da links natürlich lag eine Gasmaske. Die müssen wir uns gleich direkt holen einfach. Aber... War da eine Kamera?
ich kann mir die Gasmaske nur gerade nicht holen, weil der, oh Gott, Elektroboden ja noch aktiv ist. Und Nachteil ist halt, das Radar fliegt nicht mit. Ich sehe nicht, ob hier eine Kamera über mir ist oder ob ich sie jetzt auch zerstört habe, aber anscheinend habe ich sie zerstört. Na komm, ich mach sie kaputt. Jetzt müssten wir aber eigentlich durchfliegen können. So, Elektroboden ist aus. Gas ist trotzdem noch am Start. Aber in einem der Räume lag eine Gasmaske, ich bin mir ziemlich sicher. Gasmaske. So. Und es geht jetzt, glaube ich, deutlich langsamer runter. Ja, deutlich. Ja, deutlich langsamer. Nachteil ist, ich muss halt immer die Karte und die Maske wechseln, weil die auf dem gleichen Slot sind. So. So, jetzt können wir hier endlich alles. Looten. Musst du dir mal geben. Spezialagent kann aber nicht gleichzeitig eine Maske und eine Karte benutzen. Auch schön, dass hier Nikita-Raketenmunition liegt, die uns nichts bringt, wenn wir das scheiß Ding nicht getroffen hätten. Das ist eine Vierertür, oder? Ja. So, einmal alles gelootet hier. Dann machen wir uns jetzt noch Easy Game und machen die Kamera da hinten kaputt. Oh fuck, kommt das jetzt schon? Oh Gott, ja stimmt, das kommt ja jetzt schon. Ich habe gar nicht mal so viel Munition. Jetzt wird's creepy, Chat. Schon durchgucken? Nein. Dun, dun, dun. Sieht aus, als wären sie zerschnitten worden. Wer könnte das nur gewesen sein? Ein Geist! Richtig gruselig, oder? Oh!
Nimm die Waffen von den Soldaten. Gut. Na dann. Er hat sich angepisst. Ein Stealth-Anzug? Wer sind Sie? Wo ist mein Freund? Wovon sprechen Sie? Was noch? Snake. Sie sind der Ninja. Ich habe auf dich gewartet, Snake. Wer sind Sie? Weder Freund noch Feind. Ich komme aus einer Welt, in der das bedeutungslos ist. Ich habe alles aus dem Weg geschafft. Jetzt kämpfen wir zwei bis zum Tode. Was wollen Sie? Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Diesen Augenblick will ich genießen. Was ist mit diesen Typen los? Wie eine meiner Japan-Animationen. Der guckt Anime. Aber früher hat man dazu noch nicht ja Anime gesagt. Weshalb? Rache? Nichts so Triviales wie Rache. Ein Kampf bis auf den Tod. Oder die haben es so gesagt, damit Leute verstehen, was er meint. Ich töte dich. Oder du tötest mich. Es macht keinen Unterschied. Nun hat er seinen Logenplatz. Ich brauche den Mann. Lass ihn in Ruhe. Lass es mich spüren. Bring mich zurück zum Leben. Okay, speichern sollen vorher. Fun Fact, hier steht eine PlayStation. Easter Egg. Das ist eine PlayStation 1. In der GameCube-Version steht da ein GameCube. Ich glaube, es waren Schaffgranaten werfen und ihn dann verprügeln am Anfang. Ja, liegen hier auch. Aua, ein Hit von ihm tut so weh. Ach, die Musik. Man kann ja auch die Sachen zerschießen. Ich glaube, das war sogar wichtig. Bam, bam, badadam. Ich glaube, man konnte ihm auch Claymores legen. Also es gab wieder viele Wege, um den zu besiegen. Wo ist er hin? Ach, da steht er. Zu wenig HP abgezogen. War ich was falsch? War verprügeln doch besser? Ah.
Ich weiß nur, dass er später sagt, keine Waffen mehr. Dann packt er sein Schwert auch weg. Das war die erste Phase, da durfte man selber dann auch noch Waffen benutzen. Wo ist er? Ja. Wenn man jetzt an Otacons Schrank klopft, hört man ihn winseln. Warte. Hier sind zu viele Sounds. Jetzt wird's eh spannend. Jetzt habe ich keine Chef Grenades mehr. Was machen wir denn jetzt? Ah. Gut, jetzt kämpfen wir wie Krieger. Nahkampf ist die Basis aller Kämpfe. Nur nach dem Vertrauen einer Waffe. Das kann er auch? Okay, den wusste ich nicht, dass er den kann. Jetzt müssen wir rausfinden, wo er ist. Weil er unsichtbar ist. Da läuft er. Wie in alten Zeit. Auf den Schmerz habe ich gewartet. Huh. Okay. Ich will nicht geboxt werden. Die Phase habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass er das gemacht hat. Oh fuck, er gibt mir nochmal richtig ein. Ich bin gestorben, ich hab vergessen, dass er das macht. Ah, wie ätzend. Und nochmal, Chat. Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert, der Kampf. Draw. Lass es mich spüren. Bring mich zurück zum Leben. Das war. Gut, jetzt kämpfen wir wie Krieger. Ach so? So schnell? Nur nach dem Vertrauen einer Waffe. Warum hat denn das vorhin so lange gedauert? Ja.
Aus der Luft gefischt habe ich ihn. Ah, fuck, da hat er mich erwischt. Auf einmal Easy Mode. Aua. Okay, warte. Warte kurz. Er hat da durchgekickt. Ah, das ist ein Drecksmove. Okay, ohne Waffen geht der deutlich schneller. Irgendwo links. Irgendwo rechts. Wie im Alter gesagt. Auf den Schmerz habe ich gewartet. Ja, mach ich doch. Du musst nur aufstehen, damit ich dich hauen kann. Ja, kriegst du. Hau. Ich weiß nicht, ob es wichtig war, die Computer zu zerstören. Ich habe da irgendwie was in Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das ein Hoax war oder ob das wirklich wichtig war. Früher hat man ja viel erzählt zu Videospielen. So, ey, du musst bei dem Ninja die Computer zerstören, sonst ist der zu stark oder so. So, ich geh mal weg. Erinnerst du dich jetzt an mich? Unmöglich. Du wurdest in Sansibar getötet. Was? Nicht schon wieder. Was ist los?
Gray Fox. Colonel, dieser Ninja ist Gray Fox. Kein Zweifel. Lächerlich. Sie wissen doch genau, dass er in Sansibar starb. Nein, er hätte sterben sollen. Doch er lebt. Was? Es passierte, bevor ich zu Foxhound kam. Sie verwendeten einen Soldaten für Gentherapie-Experimente. Davon habe ich nie gehört. Es passierte nach Ihrem Austritt. Mein Vorgänger Dr. Clark war verantwortlich. Dr. Clark? Ja, er begann das Gentherapie-Projekt. Und wo ist er jetzt? Er starb bei einer Explosion im Labor vor 2 Jahren. Was geschah mit dem Soldaten? Anscheinend wurde der Körper eines in Sansibar getöteten Soldaten zu Versuchszwecken gebraucht. Und das war Gray Fox. Aber er war doch schon tot. Ja, aber er wurde wiederbelebt. Er erhielt den Prototyp eines Exoskeletts und wurde 4 Jahre unter Drogen gehalten, während sie an ihm... Dann ist es kein Wunder, dass du einen Knacks weg hast, würde ich mal sagen, oder? Die Soldaten gehen auf das Experiment zurück. Das Widerlichste, das ich je gehört habe. Sie testeten alle möglichen Gentherapie-Techniken an ihm. Naomi, warum haben Sie uns das nicht schon eher erzählt? Weil es vertraulich ist. Ist das der einzige Grund? Naomi, was geschah dann mit Gray Fox? Laut Bericht starb er in der Explosion. Aha, doch selbst wenn das Gray Fox ist, warum läuft er als Ninja herum? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer er ist. Sie meinen, er ist ein seelenloser Roboter? Ich bin mir nicht sicher, aber er wollte bis auf den Tod mit mir kämpfen. Ich werde ihn nochmal wiedersehen. Werden Sie kämpfen? Bis auf den Tod? Ungern. Aber er könnte mich zwingen. Oh, muss nicht. Aber wenn es sein muss. Wollen Sie nicht rauskommen? Sind Sie auch einer von denen? Nein, ich arbeite alleine. Alleine? Sind Sie auch ein Otaku? Kommen Sie raus. Wir können nicht ewig hier bleiben. Sie tragen eine andere Uniform. Sie sind Hal Emmerich, der Chefingenieur von Metal Gear, nicht wahr? Sie kennen mich? Meryl hat mir von Ihnen erzählt. Ah, Sie sind hier, mich zu retten. Leider nein. Ich muss erst etwas anderes erledigen. Naja, wenigstens sind Sie keiner von denen. Sind Sie verletzt? Nee, er tut nur so. Ich bin okay. Ich habe mir auf der Flucht nur die Knöchel verstaucht. Wenn's nur das ist, haben Sie nichts zu fürchten. Ich wollte Sie etwas fragen. Ich brauche Infos über Metal Gear. Hä? Metal Gear? Ja. Wofür wurde Metal Gear entwickelt? Es ist eine mobile Raketenabwehr vor Ort, zum Abfang von Atomraketen entworfen. Selbstverständlich nur für Abwehrzwecke. Lügner! Ich weiß bereits, dass Metal Gear nichts anderes ist als eine mobile Atomraketenabschussrampe. Atomrakete? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen wollen Metal Gear zum Abschuss einer Atomrakete nutzen. Wussten Sie das nicht? Sie wollen einen demontierten Sprengkopf in Metal Gears TMD-Raketenmodul einsetzen? Falsch. Zweck dieser Übung war von Anfang an, den Abschuss von Atomraketen mit Metal Gear mit Versuchsprojektilen zu testen. Die Terroristen setzen bloß die von euch angefangene Arbeit fort. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es von Ihrem Boss gehört, Baker. Nein. Eine Atomrakete auf Rex? Sie wussten es wirklich nicht. Nein. Eine andere Abteilung stellt die Ausrüstung her. Der Präsident hat die Zusammensetzung mit der Haupteinheit persönlich überwacht. Präsident Baker? Ja. Ich habe nie erfahren, womit Rex ausgerüstet wurde. Ich weiß nur von einer Valkenkanone, einem Laser und einem Schienengewehr. Was ja nicht schon schlimm genug ist, dass das Ding so eine Waffe an Bord hat. Ein Schienengewehr? Ja, es verwendet Magneten zum Feuern von Hochgeschwindigkeitsgeschossen. Diese Technologie wurde für das SDI-System entwickelt und dann fallen gelassen. Sie wurde von Armstrong und Rivermore National Labs weiterentwickelt. Das Schienengewehr befindet sich am rechten Arm von Rex. Metal Gear wurde speziell zum Abschuss von Atomraketen entwickelt. Vergessen Sie da etwas nicht. Es stimmt. Metal Gear verfügt hinten über ein Raketenmodul für bis zu 8 Raketen. Aber Sie sagen, es sei von vornherein für Atomraketen gedacht gewesen?
8 Atomraketen ist aber auch eine Nummer, ne? Eine wird ja schon reichen, aber 8? Wenn Metal Gear nur Standard-Atomraketen abschießen würde, dann sollten alle Testdaten bereits vorhanden sein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Die Metal Gear-Entwicklungspartner Rivermore National Labs haben an einem neuen Atomwaffentypus gearbeitet. Sie verwendeten Nova- und NIF-Laser zum Testen atomarer Fusionsausrüstung und Supercomputer. Sie entwickelten eine neue Art Atomwaffe in einem Simulationslabor. Ja, aber Sie können sich im Krieg nicht auf Virtualdaten verlassen. Sie brauchen echte Versuchsdaten. Hier sind einige der Supercomputer. Werden diese verbunden, kann unter simulierten Bedingungen alles getestet werden. Einer ist kaputt, tut mir leid. Dann sollte also diese Übung ein echter Test sein. Was hat der Präsident gemacht? Wenn die Terroristen das Ding zünden? Verdammt! Verdammt! Ich bin ein Narr! Es ist mein Fehler! Die Wahrheit ist, dieses Knacken der Videoclips. Er fühlte sich den Rest seines Lebens schuldig. Und mein Vater wurde am 6. August 1945 geboren. Dem Tag der Hiroshima-Bombe. Gott hat also einen Sinn für Ironie. Drei Generationen von Emmerich-Männern. Die Arbeit mit Atomwaffen muss uns im Blut liegen. Ich dachte, die Wissenschaft könnte der Menschheit helfen. Stattdessen wurde ich missbraucht. Wissenschaft im Dienste der Menschheit, das gibt's wohl nur in Hollywood. Schluss mit den Tränen. Nehmen Sie sich zusammen. Wo ist Metal Gear? Wo auf diesem Gelände wird es gelagert? Rex ist in der unterirdischen Wartungsbasis. Wo ist das? Nördlich vom Sendeturm. Aber das ist eine lange Strecke. Ist das Sprengcode-Deaktivierungssystem für Notfälle auch dort? Ja, im Kommandoraum der Stützpunktanlage. Beeilen Sie sich. Wenn Sie die Zündung von Anfang an planten, dann ist das Raketenprogramm sicher beendet. Oh Gott. Sie haben mich seit ein paar Stunden nicht mehr gerufen. Also sind Sie bestimmt zum Abschuss bereit. Merle hat die Schlüsse. Ich denke gerade schon ans Ende des Spiels. Wir melden uns bei ihr. Was für ein Aufwand man da betreiben muss. Rex zerstören. Ich zeige Ihnen den Weg. Mit Ihrem Fuß? Sie halten mich nur auf. Sie brauchen mich, wenn Sie Rex zerstören wollen. Ich brauche nur deine Karte. Ich brauche sie nicht. Ich brauche nur Ihr Wissen. Ich habe Rex entwickelt. Und es ist mein Recht und meine Pflicht, ihn zu zerstören. Versuchen Sie zu entkommen. Ich melde mich über Codec, wenn alles klar ist. Wie soll ich von einer Insel entkommen? Okay. Was soll ich tun? Verstecken Sie sich und geben Sie mir Informationen. Sie kennen sich doch hier gut aus. Aber sicher. Keine Sorge, ich habe das hier. Die gleiche Stealth-Technologie, die der Ninja verwendet. Foxhound wollte sie verwenden, obwohl... Damit bin ich trotz Fuß und allem sicher. Gut. Ich will, dass Merrill sich auch um sie kümmert. Merrill, der Ingenieur ist okay. Zum Glück. Kümmern Sie sich um ihn. Die Musik ist gerade schon hin. In der Nähe. Dort ist sie. Da drüben. Oh, Mist, sie haben mich. Merrill, was ist los? Die Musik war schon ein Hint auf den nächsten was Boss. Was passiert? Haben Sie was gehört? War da nicht sowas wie Musik? Wie sah sie aus? Sie trug denselben grünen Kampfanzug wie die Terroristen. Eine Tarnung. Sie hat so einen hübschen Gang, wie sie ihren Hintern schwingt, also... Sie haben sie genau gesehen. Ach, sie hat einen entzückenden Hintern. Wie sie geht, hm? Auf was müssen wir wohl achten, Chad? Wenn sie als Feind verkleidet ist, müssen wir uns melden, wenn sie alleine ist.
Es gibt nur einen Ort, wo wir dessen sicher sein können. Wo ist das? Seien Sie doch nicht so blöd. Hier, die Sicherheitskarte. Sicherheitsstufe 4. Sie haben keine Schmerzen. Hä? Sind Sie okay? Keine Probleme? Was gibt's? Was soll die neue Freundlichkeit? Oh nichts. Ich bin froh, dass Sie okay sind. Sie sind seltsam. Ich bin etwas nervös. Jeder, den ich rette, stirbt mir plötzlich weg. Ein Pechvogel. Vergessen Sie es, Doktor. Nennen Sie mich Otakon. Otakon? Otaku-Konvention. Ein Otaku ist einer, der wie ich Japan-Animationen mag. Die Japaner waren die ersten, die mit Erfolg zweibeinige Roboter herstellten. Führen nach wie vor im Gebiet der Roboter. Und Japan-Animation hat dabei eine Rolle gespielt. In der Tat. Ich wurde nicht Wissenschaftler, um Atomwaffen herzustellen. Chat, aus welchem Anime ist das? Ist das aus irgendeinem Anime? Ich wurde Wissenschaftler, um Roboter wie in japanischen Zeichentrickfilmen zu entwickeln. Ehrlich. Oder sind das Cutscenes aus Armored Core? Das kann sein. Das weiß ich gar nicht. Da haben Sie recht. Aber ich glaube, das Bild da oben ist von Armored Core. Die größten Massenvernichtungswaffen stammen meist von Wissenschaftlern, die berühmt sein wollten. Ich glaube, links ist auch irgendeine Anime-Anspielung oder ein Spiel. Ich weiß aber nicht mehr. Naja, was ich von Ihnen will, ist Information. Sicher, ich weiß alles über die ganze Basis. Fragen Sie mich, was Sie wollen über Rex und diesen Ort. Außerdem komme ich mit dem Stealth-Anzug ungesehen ins Waffenlager und die Messe. Sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie Munition oder Rationen brauchen. Ich bin auf Frequenz 14112. Bis später. Und weg ist er. Ach, ich hätte auch gern so einen Stealth-Anzug. Das wäre so praktisch. Einfach nicht gesehen werden. Dann rufe ich ihn einmal an, damit ich seine Nummer 14120, hat er gesagt. Oh Gott, jetzt habe ich Campbell angerufen, das wollte ich nicht. Was, 14120 oder 141... Fuck! 14112? Ich habe mich zugehört. 12. Sie haben Meryl noch nicht gefunden? Snake, das Sprengkopflager hat ein oberirdisches und zwei unterirdische... So, jetzt habe ich ihn nämlich hier drin. Eine chinesische Weisheit... Ich will nur speichern, Meiling. So. Lag hier noch Muni oder so? Jetzt die Level 4 Karte. Damit können wir wieder einiges öffnen. Hier waren nur Aufhierertüren. Sind die Kameras jetzt wieder da? Gott sei Dank nicht. Hä? Eine Sechsertür. Nachtvisier. Aber das brauchen wir, glaube ich, sehr, sehr selten. Das Thermalvisier, das brauchen wir tatsächlich mal für die Laserbarrieren. Aber ich glaube, das Nachtvisier brauchst du gar nicht. Da waren wir drin. Hier ist noch eine 4.
So. Gehe ich jetzt direkt zum nächsten Boss? Das wäre eigentlich jetzt schon direkt der nächste Boss, wenn ich weitergehe. Oder gehe ich erstmal wieder zurück zum alten Gebäude und plünder da Sachen? Nee, ich glaube, ich gehe direkt zum nächsten Boss, weil bis Stufe 6 brauche ich ja eh Karten, damit ich da alles öffnen kann. Auch hier die Musik wird da schon ein Hint auf den nächsten Boss. Wenn ich jetzt, by the way, Meryl umbringen würde, wäre die Mission fehlgeschlagen. Ach, nicht mit Meryl. Geht eh nicht ran. Ich will nochmal speichern. Was ist, Snake? Ich will speichern. Weil ich will das Easter Egg zeigen. Mantis kommt jetzt, genau. Und ich bin gespannt, wie der gelöst ist, weil früher musstest du deinen Controller auf Controller Slot 2 anschließen, weil er sonst alles geblockt hat, was du gemacht hast. Auch nicht auf. So. Meryl muss uns jetzt erwischen, quasi. Erst rausfinden, welche Meryl ist. Das ist Meryl in der Mitte. Die schwingt nämlich ihre Hüfte. So doof das auch klingt, Meryl läuft sehr weiblich. Oh, der andere geht aufs Klo, das ist ja noch besser. Warte, dann kann ich den ausschalten. Und das ist halt ein Hint. Meryl würde nicht aufs Männerklo gehen. So, dann haben wir jetzt hier freie Bahn für Meryl. Also die muss uns erwischen quasi. Aber ich will noch nicht, dass sie mich erwischt, weil ich erst looten will. Wir müssen uns nämlich jetzt... Wo ist sie? Scheiße. War ich schnell genug? Das ist das zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Wir waren schnell genug. Sie hat keine Hose an. Das ist ein Easter Egg. Bei ihr haben alle Easter Eggs irgendwie mit Unterwäsche zu tun. Ich weiß auch nicht, was da früher los war, Chat. Weiß ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass sie so feminin sind. Das ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Derselbe kluge Mund. Sie sind Meryl, kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ihr als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses? Nicht echt, nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Mit Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei. Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. All die Helden, die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Sie sind doch ein Hellsnake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Im Krieg gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Tod entkomme, da
Dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er hier endet. Ich find's wild, früher bei der Grafik, die haben nicht mal Pupillen, weißt du, und keinerlei Gesichtsanimation. Aber es war wichtig, dass der Nippel zu sehen ist auf dem Top. Das war wichtig. Das musste sein. Ja, ich hab was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm? Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. Zwei Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel? Diesen hier? Wo sind die anderen? Es sollten drei sein. Ich habe nur den. Wo sind die beiden anderen? Gibt es nicht. Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Spoiler. Es gibt nur den einen. In einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit. Ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur. Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ich behindere Sie nicht. Das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugel. Okay. Ich bin vorsichtig. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater. Er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Ja. Sehen Sie sich gut an. Das ich glaube, sie ist nicht wie andere Frauen. Hat sie erst viermal gesagt. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmerfraß. Ja. Funktioniert die Famas? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager. Eine 50er Action Express. Da war auch eine Socom-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Mhm. Den nächsten Boss. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Ah, ich bin gespannt. Kann sein, dass ich den Boss jetzt verkacke, wenn die irgendeinen Kniff eingebaut haben und ich irgendwie einen zweiten Controller brauche oder so. Seltsam. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Ich höre die Musik noch nicht. Wenn man jetzt auch ein Easter Egg. Was ist los? Einfach nur an ihr ranzoomen und mit dem Scope gucken. Warum? Ja, dann labert sie einen halt die ganze Zeit zu. Sehr viele Easter Eggs mit Frauen in dem Spiel, möchte ich mal anmerken. Okay.
Kopf. Oh, Kojima war wild, ja. Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Ich bin beeindruckt, dass Psycho Mantis sogar ihre Stimme ändern kann. Oh, das weiß ich nicht, Robotino. Umarme mich, Snake. Was ist denn nun los? Komm schon. Lass uns Liebe machen. Das ist so random. Snake, ich will dich. Wer ist das? Magst du keine Mädchen? Snake, Meryl ist nicht sich selbst. Nicht schießen. Mantis, er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Ja, ich habe die Stun Grenade schon ausgewählt. Nutzlose Frau. Optische Tarnung, hm? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Du zweifelst an meiner Macht. Jetzt lässt er bestimmt meinen Controller vibrieren. Hat er früher auch gemacht. Jetzt werde ich dir mal zeigen, warte, ich halte den Controller dran. Warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Er lässt jetzt meinen Controller vibrieren und sagt mir, welche Safe Games ich drauf habe. Aber nur, wenn da passende bei sind. Oder haben die das geskippt? Deine Gedanken lesen. Lass mich deine Gedanken lesen. Oder nein, vielleicht deine Vergangenheit. Oh, er lässt den Controller nicht vibrieren. Finde ich frech. Du gehst methodisch vor. So ein Typ, der immer erst die Reifen checkt, bevor er losfährt. Naja. Du bist ein gut trainierter Kämpfer. Gut geeignet für diese Mission. Du bist mit Fallen äußerst vorsichtig. Das ist, weil ich die Claymores aufgesammelt habe. Und weil ich noch nicht in die roten Infrarotlinien gelaufen bin. Du glaubst mir nicht. Ich werde mir mehr Mühe geben. Kommen jetzt die Safe Games? Ich bin gespannt. Oder vibriert jetzt der Controller? Ah. Oder er kann das in der PS5-Version nicht. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Draufgänger. Ich lese dich wie ein Buch. Glaubst du mir immer noch nicht? Ich zeige dir meine Macht. Lege den Controller jetzt auf kommt den das. Boden. So flach wie möglich. Das Spiel kann den Controller vibrieren lassen. Welche Magie. Was sagst du nun?
Es ist nichts passiert. Ich glaube, ich habe Vibrationen aus. Die Vorführung ist vorbei. Ja, nee, er kennt natürlich nur... Er kennt natürlich nur bestimmte Spiele, er kennt nicht alle. Das gehört auch dazu, Chat. Okay, warte mal. Er ist ausgewichen. Oh, fick die Hände. Wir leben in einem Zeitalter, Chat, wo Controller ein Update brauchen. Mein Controller muss gerade geupdatet werden. Moment. Aber das... Oh, wait a minute. Muss ich das hier im Game umstellen? Warte. Oh, ist das gemein, wenn man das nicht weiß. Ah, ist das fies. Okay, warte. Ich hab grad gesehen, mein So. So, jetzt kann er mich nicht mehr lesen. So, jetzt kann ich ihm Damage machen. Und das geht nur, wenn man halt auf Spieler 2 stellt. Die Bilder, die nervigen? Ne, jetzt kommen die Pflanzen. Second Phase, jetzt kommt Meryl. Oder er macht einfach wieder seinen Hideo-Screen. Schneller die Gegenstände wieder hin, die er rumwirft, ja. Wieso kann ich deine Gedanken nicht lesen? Eine Stun Grenade werfen.
kenne deine schwache Stelle. Merrill, bleiben Sie genau dort stehen, wo er Sie sehen kann, und erschießen Sie sich. Nein, Merrill! Ah, er ist zu schnell weg. So. Kannst du jetzt mal bitte wieder deine Phase ändern? Also an die Phasen erinnere ich mich. Haben sie die reingepatcht oder so? Das sind ja richtige Nervphasen. Snake, du musst dich schneller drehen. Danke. Snake, box ihn. Danke. Weißt du was? Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil sie sie mögen. Damit die nicht stirbt? Nicht einfach sterben lassen. Ja. Tatsächlich. Seit wann kümmert sie der Tod anderer? Naomi, es stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt. Aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Du hast den konnte nicht in die Zukunft sehen. Ein starker Mann muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Vielleicht. Aber ich sehe deine Zukunft. Um zu Metal Gear im unterirdischen Hangar zu kommen, musst du durch die Geheimtür, die dort hinter dem Bücherregal versteckt ist. Der Landweg ist durch gefrorene Gletscher blockiert. Du musst zum Sendeturm gehen. Von dort folge dem Fußweg am Turm. Warum erzählen Sie mir das? Ich kann Gedanken lesen. In meinem Leben habe ich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Tausenden gelesen. Ekelhaft. Da stirbt gerade der Mann. Kannst du mal bitte. Und jedes Wesen, ein bisschen netter das ich sein? Schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert. Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir leben nur Anna, danke für 17 Monate, danke schön. Das ist unsere Bestimmung.
Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Mir ist alles gut hier. Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Ich hoffe, bei dir auch. Mein Vater starb bei meiner Geburt. Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. So starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Hat einen schönen Tag, auch wenn das Wetter rotz ist. Bei euch auch? Ja, hier hat es auch den ganzen Tag geregnet. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessant. Machst du nix? Solange sie Leute wie dich auch. Kannst nicht ändern. Ich war nie für die. Gut, dass er noch so lange lebt, um uns all das zu erzählen, ja. Immer. Jeder Bösewicht, immer. Jeder Bösewicht hat danach immer noch Zeit, seine gesamte Lebensgeschichte zu erzählen. Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie Monster! Lassen Sie ihn. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake. Du bist wie der Boss. Nein. Oh, ich habe euch noch ein Easter Egg nicht gezeigt. Scheiße. Wenn man im Kampf Dreieck gedrückt hätte, hätte man die Sicht von ihm gesehen. Habe ich vergessen. Dann hätte man immer gesehen, in welcher Ecke er steht. Also wenn man in die Ego-Sicht gegangen wäre, hätte man gesehen, wie er einen sieht. Aber ich glaube, nur wenn der Controller in PlayStation 1, also in Spieler 1 Port gesteckt ist. Schönen Platz. Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Das erste Mal, dass ich jemandem mit meinen Kräften helfe. Seltsam. Fühlt sich nicht schlecht an. Ich dachte jetzt kurz, er sagt, fühlt sich nicht gut an. So scheiße, wieso macht man das? Kommen Sie, Meryl. Tut mir leid. Meryl. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tue es nicht wieder. Snake, darf ich Sie was fragen? Können wir jetzt weitergehen? Was Mantis gesagt hat. Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake, wie ist denn eigentlich Ihr richtiger Name? Ein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Familie? Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht. Dann sind Sie also allein, wie Mantis sagte. Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lasse mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir.
Der Mann ist eine Tötungsmaschine. Natürlich ist der einsam. Achso, ja, mach ich Spiel. Warte. Aber... Danke. So. Hä, da habe ich ihn noch gar nicht erschossen. Der ist da hinten hingefallen. Frech. Naja. So. Kommt's jetzt schon? Oh, fuck, die Wölfe. Oh, ich hab's vergessen. Gibt es hier Wölfe? Wolfshunde. Halb Wolf, halb Husky. Woher wissen Sie das alles? Ich fahre Hundeschlitten. Ich glaube, mit Meryl war chillig. Folgen Sie mir. Aber ohne war scheiße. Ach, ich habe diese Höhle immer gehasst. Zumindest am Anfang. Meryl steht da nämlich jetzt schon. Meryl steht da schon. Und ich muss da jetzt aber noch durch. Sie konnte einfach jetzt chillig durchlaufen. Und wir werden jetzt hardcore genervt von diesen Hunden. Ich will euch eigentlich nicht erschießen, weil es geht eigentlich auch, also... Warte, es gab noch einen Weg. Fuck. Weil dafür brauche ich den Welpen, glaube ich, der hier rumrennt. Warte mal. Oder kann der Große mir auch an die Box pissen? Klingt jetzt komisch. Ist aber so. Greifen die mich jetzt an? Ja. Eigentlich will ich euch nicht killen. War hier nicht ein Weg? Irgendwo war ein Weg am Rand. Lass mich bitte nicht angreifen. Lebt auch noch. Wir hätten das friedlich lösen können. So, warte mal, war der Weg jetzt das der richtige oder der rechts? Diazepam, das wird auch wichtig, tatsächlich. Gut, dass wir das schon haben. Bringt mir jetzt noch nichts, aber später. Ah, hier ist der Welpe. Hallo. Kannst du Max mal herkommen? Ja, die Hunde lieben nämlich Meryl, aber mich nicht. Sie können doch
möchte mich kurz anpinkeln. Wie habe ich getriggert, dass die mich anpinkeln? Das ist so ein weirder Talk, den ich hier gerade führe. Das wollte ich nicht. Mann, das ist wichtig, dass ihr mich anpisst. Wie war das doch mal? Oh, wie konnte man nochmal angepisst werden von den doofen Wölfen? Ja, ist PS1-Game. Die sterben auch nicht. Was ist, wenn ich den Kleinen boxe? Es tut mir leid. Piss mich an! Danke! Es war wichtig, Meryl. Es war für die Wissenschaft. Ja, es gibt Quotes. Kann, glaube ich, jeder machen. Ausrufezeichen Quote. Und dann... Überall Minen. Ich gehe voraus. Bleiben Sie zurück, okay? Ja, oder ich krabbel einfach drüber, Meryl. Wir können sie so nicht entdecken. Ich erledige das. Quote Ad? Oh, ich weiß meine Quote-Commands nicht. Also, wir könnten es uns jetzt schwer machen, Chat. Wir könnten jetzt ihren Fußstapfen folgen. Nee, es hat nicht geklappt. Mach mal Quote Ad. Aber wir können auch einfach durchkrabbeln. Jetzt kommt Sniper Wolf schon, ja. Was denken Sie? Ziemlich gut, ha? Woher wussten Sie, wo die Minen sind? Es klingt seltsam, aber als Mantis in meine Gedanken eindrang, konnte ich sehen, wo die Minen waren. Beeindruckt? Naja, ein bisschen. Nur ein bisschen? Mach mal Quote Ad mit einem Leerzeichen dazwischen? Warte, ich guck mal. Jetzt hast du es. So. Die Fußstapfen sind jetzt mittlerweile auch weg. Das heißt, wir krabbeln jetzt einfach durch. Was kann ich für Sie tun, Snake? Wir können speichern. Myling. Nee, Vulcan Raven kam richtig spät. Ah!
Lassen Sie mich! Retten Sie sich! Merrill! Ich bin wohl doch ein Grünschnabel. Na, Sniper Wolf ist einfach eine Bitch. Sie wollen mich! Das weiß ich auch. Das ist der älteste Trick der Welt. Der Scharfschütze verwendet mich als Köder. Verdammt! Erschießen Sie mich! Nein! Meine Pistole, ich komme nicht dran! Meryl ist ein Punching Bag. Ja, vor allem, vor 5 Minuten wurde sie erst von Psycho Mantis benutzt. Und jetzt, 2 Meter später, so, wird sie angeschossen. Ja, die Synchro ist wild in dem Spiel. Ruhig jetzt, sparen Sie Ihre Kraft. Ruhig jetzt, sparen Sie sich Ihre Kraft. So dumm von mir. Ich wollte Soldatin sein. Aber Krieg ist hässlich. Die Synchro will so emotional sein, ist sie aber gar nicht. Früher war das aber krass. Früher fand man das heftig, dass das ganze Spiel auf Deutsch war. Leben Sie und glauben Sie an die Menschen. Vergessen Sie mich nicht. Gehen Sie schon. Meryl! Mist! Snake, es ist eine Falle. Typischer Scharfschützentrick. Der Scharfschütze wartet, bis Sie ihr helfen, dann erledigt er Sie. Tun Sie es nicht. Es muss Sniper Wolf sein. Foxhounds bester Killer. Scharfschützen arbeiten gewöhnlich zu zweit, aber Sie nicht. Ich kenne Sie. Sie kann Stunden, Tage oder Wochen warten. Es ist ihr egal. Sie beobachtet und wartet auf ihre Chance. Vielleicht. Aber Meryl kann nicht so lange warten. Snake, können Sie Wolf von Ihrer Position aus sehen? Zwischen hier und dem Turm gibt es kein Versteck. Sie muss im 2. Stock im Turm sein. Wenn sie im Sendeturm ist, haben sie Probleme. Eine perfekte Scharfschützenposition. Auf diese Distanz können sie mit normalen Waffen nicht treffen. Sie brauchen ein Scharfschützengewehr. Colonel, keine Sorge. Ich werde Meryl retten, egal wie. Okay. Wir gehen jetzt erstmal ein paar Stunden weg von Meryl, um ein Scharfschützengewehr zu suchen. In der Zeit verblutet sie elendig. Ist ja auch egal, aber hey. Sich aufzuopfern. Sie haben die Gene eines Soldaten, nicht die eines Retters. Wollen Sie damit sagen, ich will nur meine eigene Haut retten? So weit gehe ich nicht, aber... Meine Gene interessieren mich nicht. Ich folge nur meinem Instinkt. Wie ein Tier. Ich werde Meryl retten. Ich brauche keinen Grund. Okay. Ich tue es nicht für jemand anderen. Ich rette sie, weil ich es will. Keine Sorge, Colonel. Danke, Snake. Verstehe. Was geht, wann kam das raus? 1998? Ja. 1998, oh, ich bin gut! Oh, ich habe die Minen vergessen, aber erstmal eiskalt dran vorbeigerannt. Gut, dass wir einen angepissten Karton haben. Das Problem ist, wenn ich den Karton ausziehe, hassen die mich. Ja. Es gibt ein besseres Item dafür, aber das haben wir jetzt leider nicht. Ja, ja. Meryl, bleib mal kurz liegen, ich muss was holen, ja. Nicht zu viel bluten, Meryl. Moment, liegt jetzt wieder Munition? Nein, okay. Er ist weg! Er räumt nie auf. Schnell aufgeräumt.
Ein Soldat ist wieder am Klo und pinkeln. Fun Fact, der hat übrigens einen Zensurbalken, Chat. Da, seht ihr? Damit man seinen Schniepi nicht sieht, der nicht vorhanden ist. Oh, ich wollte nicht schießen eigentlich. Ich wollte ihn erwürgen. Ups. Ja, gut. Einer? Ja, gut. Wollt ihr ihn eigentlich nicht? Din, 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 din. Ach, dein Ernst? Seit wann seid ihr so schlau? Oh fuck, meine Muni! Ich habe extra den anderen Karton genommen, der nicht stinkt. Muss hier raus, bringt nichts. Muss sofort die Position wechseln eigentlich. Sonst endet das nicht. Diazepam. Für was das wohl wichtig wird. Ich hätte ihn schon gerne weggemacht, den Soldaten da. Droppt er was? So. Eine Stufe 6 Karte. Hier ist nichts drin. Okay. Boah. Ich muss jetzt das Erdgeschoss fahren. Durch Schneefeld zurück. Ich könnte auch. Oh, das könnten wir machen. Wir fahren jetzt Auto-Chat. Ich liebe das Quick-Travel-System in dem Spiel. Es ist so stumpf. Stellt sich mit dem richtigen Karton hin und dann kommst du an die Location, was auf dem Karton steht. Sag dir das Spiel aber auch nicht. Das musstest du rausfinden früher. Oh fuck, die Kamera. Ich meine... Ach guck mal, er ist jetzt weg. Aber hier gab es, glaube ich, noch ein Räumchen. Dachte ich. Ja, da.
Jetzt wäre es schön, wenn ich meinen Radar wieder haben würde. Danke. Nein, ich wollte nicht da rein. Einmal durch den Gang rein. Vorhin sind wir ja oben durch. Fuck. Was war der richtige Weg? Wisst ihr, wie ich dieses Spiel damals entdeckt habe, Chat? Früher, bei der PlayStation 1, war es noch gang und gäbe, dass man so Demo-CDs hatte. Und auf einer der Demo-CDs war eine Demo zu diesem Spiel hier. Und ich weiß gar nicht, wie lange die Demo ging. Ich glaube, die Demo ging bis Revolver Ocelot und dann war es zu Ende. Ich habe die Demo so oft gespielt. Langer Lüftungsschacht ist lang. Ich bin froh, dass wir letztes Mal oben lang gegangen sind. Der ist deutlich kürzer. Hier gibt es ja nicht mal was zu sammeln. Alter. Wo komme ich raus? Hilfe. Ah, hier. Wo ist denn der Soldat? Ich höre ihn. Ist das über mir? Anscheinend. War ich oben in der Tür schon? Oh fuck. Oben gab es doch auch eine. Hier, der Panzer ist by the way weg. Whack. Hier stand vorher ein Panzer. Aber gegen den haben wir ja dann gekämpft. Vorher stand hier die ganze Zeit ein Panzer rum. Das Spiel hat echt viel gemacht, was man heute erst so. Weiß nicht. Kann man heute erst appreciaten. Früher hat man das alles gar nicht so wahrgenommen. War da hinten noch nicht drin, ne? Das Problem ist, es ist der Soldat, der da chillt. Das ist eine Stufe 4 Tür, da war ich safe noch nicht drin. Ach, er läuft weiter. Kannst du bitte gehen? Alter! Was war das denn hier? War das was Gutes, was hier lag? Nö. Toll. Lag nicht mal was Gutes hier.
Oder war ich hier schon drin? Guckt der guckt weg, oder? Der dreht sich dann nach links. Dein Ernst? Ach, hier liegt der Minendetektor. Aha, guck, hier hätte ich ihn haben können. Welche Sicherheitsstufe hat die Tür? Zwei. Ja, okay, hätte ich haben können. Aber ich habe euch halt den Weg gezeigt, wie es auch ohne geht. So, jetzt müssen wir mit dem Fahrstuhl in... Boah, ich weiß gar nicht, war B1 auch noch was zu holen? B1 war eine 6er-Tür. Nee, B1, die Tür, führt uns nämlich an einem Ort, wo wir nach Sniper Wolf jetzt gleich hinkommen. Deswegen, da dürfen wir... Da können wir nicht rein, weil das ist ein Story-Ort, den wir jetzt eigentlich noch gar nicht betreten dürfen. Ah, fick die Henne. Die roten Sensoren sind jetzt by the way aus, falls euch wundert, warum ich hier einfach durchrennen konnte. Die sind ausgeschaltet jetzt, die sind nur einmal an. Ey, die wollen mich aber auch verarschen, die Soldaten hier, ne? So, hier müsste das Snipergewehr liegen. Was man rausfindet, wenn man mit Natascha, glaube ich, telefoniert. Hallo, Mr. Soldat. Ich glaube, das ist es sogar schon. Ah ne, das sind Nikitas, das sind rot. Ja, okay. Alles die gleiche Muni. Perfekt. Bin ich zu früh aufgestanden? Vielleicht. Zum Glück sind die nicht nur blind as fuck, sondern auch dumm as fuck hier. So. Ich glaube, die können sogar hören, wenn die... Falltür aufgeht. Ich glaube, darauf reagieren die auch. PSG-1 ist das Scharfschützengewehr. Sniper Wolf, schnell, retten Sie Meryl.
wollte ich nicht. Was ist los, Snake? Ich traue der Drehung nicht. Als ob das nicht gezählt hat. Okay, das Spiel ist großzügiger, als ich dachte. Ich dachte, ich bin jetzt voll drin. So, und wir müssen wieder raus. Will ich schon raus, oder will ich die... Ist das dein scheiß Ernst? Du hast dich gerade umgedreht, als ich... Wechsel einfach die Map. Ich will doch nur meine Ressourcen hier auffüllen. Mehr will ich doch gar nicht. Oh, warte mal. Stimmt, hier ist noch eine Wand gewesen. Jetzt kommt der große Dummheitstest für Soldaten. Okay, das kriegen die mit. I have to go. Oh Gott. Nein, ich streame das über die PS5-Version. Die haben eine die haben eine Collection rausgebracht. Metal Gear 1 bis 3. Du Glücklicher? Wieso so Glücklicher? Was ist denn da los? Warum bin ich jetzt ein Glücklicher? Ist das so schlimm, das Streaming-Zeug? Achso, die Sly Games, ja. Wenn die mich jetzt hier finden, cheaten die. Vielleicht irgendwann, Hannah, irgendwann kommt vielleicht eine PS5-Version von Sly. Es ist halt, ich habe auch schon mal drüber geredet. Ich habe in den ganzen Streams, wo wir jetzt den Retro-Kram gespielt haben, ihr Ocarina of Time und so, warum sind Entwickler so, dass sie sagen, wir machen eine neue Konsole, aber die alten Spiele können sie nicht spielen? Bei der PlayStation reden wir halt von mittlerweile 5 Generationen. So, what the fuck? So, war... Und bei der PS3? Habt ihr dann irgendwann aufgehört, die passende Konsole zu produzieren, weil ihr angeblich gemerkt... Hä? Weil ihr angeblich gemerkt habt, es wäre zu teuer. Die sind echt flott. Ist das dein scheiß Ernst? Die cheaten doch.
Ich meine, ich sehe den Marktaspekt, den wirtschaftlichen Aspekt so, ja klar, wenn die Leute die Spiele nochmal spielen wollen, dann lass sie die Spiele nochmal kaufen. Aber es ist ja nicht jedes Spiel verfügbar, was ich spielen will. So, ihr gebt mir ja gar nicht die Möglichkeit, es zu spielen. Und dann beschwert ihr euch, dass Leute Spiele emulieren. Natürlich emulieren die Spiele. Theoretisch ist Emulieren dann fein. Aber selbst wenn du die Originale nicht hättest und du dieses Scheißspiel spielen willst. Sorry, ist kein Scheißspiel, aber du verstehst, wie ich das meine. Ich würde es trotzdem machen, weil das sind ja selbst schuld. Die geben mir nicht die Möglichkeit, das Spiel zu spielen, also suche ich mir die Möglichkeit, es zu spielen. Es gibt, by the way, Animal Crossing auf dem 3DS ist noch spielbar. Pretendo hat, glaube ich, die haben wirklich teilweise Custom-Server aufgebaut. Oh, fuck. Die haben Custom-Server aufgebaut, damit man das alte Animal Crossing noch spielen kann auf dem 3DS. Also das ist wohl ein Ding. Ich habe die Claymores vergessen. Oh, es liegen doch mehr als 5 hier. Habe ich aber Glück gehabt. In der Mitte liegt sogar... Oh, die sind aber neu, die waren doch vorher nicht da. Ey, ich habe mir Final Fantasy Dirge of Cerberus jetzt auch nochmal original gekauft. Ich hätte es emulieren können, ja. Aber ich habe es für 15 Euro bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Dann werde ich auch, wenn ich das nachhole, original die PS2 anschließen und let's go. Hoffentlich renne ich jetzt nicht in eine Mine. Oh mein Gott. Ja, aber die haben ja auch nichts davon. So, wieso... Ach so, ich habe einfach einen Konverter, der auf HDMI konvertiert. Das Bild wird dadurch nicht besser, weil das ist ein billiger Konverter. Ich habe keinen Bock, irgendwie 500 Euro für diese teuren Retro-Konverter zu bezahlen. Also habe ich einfach so einen Standard-Konverter. Wie gesagt, das Bild wird nicht besser, aber ich kann es halt capturen. Einfach irgendwie, weiß ich nicht, für 15 Euro auf Amazon holst du dir so einen Konverter auf HDMI. Strom holt er sich über USB und let's go. Wie gesagt, das hier ist ein Retro-Game. Das sieht aber nur gut aus, weil ich es direkt von der PS5 spiele. Ich glaube, wenn ich das von der PS1 spielen würde, wäre das noch schlimmer, das Bild. Ja, aber selbst zur Not, wenn das dein Lieblingsgame ist. Auf Kleinanzeigen verkauft doch bestimmt irgendeiner Safe Slide 2, oder? Was soll's kosten? 10er?
Die Wölfe. Liebe Hundis, nicht beißen. Ich muss mich ganz kurz umziehen. Also ich glaube, jetzt liegt Meryl schon gar nicht mehr hier. Jetzt weiß ich nicht, ob die Minen noch hier liegen. Gott, er legt sich sogar hin. Moment, legt er sich immer hin? Oh Gott, okay. Wo ist er? Da. Man kann auch auf die Ratten schießen, dann würde Mai Ling einen irgendwann anrufen. Ich sehe deinen Atem. Komm. Hallo, Mastic. Aua. Diazepam ist dafür, by the way, damit Snake nicht so rumzappelt. Damit. Beruhigungsmittel. Sniper Wolf futtert das Zeug wie Smarties. Siehst du? Ich habe deinen Nachladen gehört, glaube ich. Ja. Schieß mal. Danke. Ah! Die hat so ein paar Weg nicht mehr. Scheiße. Ich bin doof. Hab mich verdrückt. Wo ist sie hin? LOL, als ob das noch gehittet hat. Hitbox wie Hansos Pfeile. Ist nicht mehr da, oh nein. Und nicht nur Meryl ist nicht mehr da, sondern auch warte, hier noch nicht. Ich will erstmal sammeln. Ich wollte euch jetzt noch nicht spoilern, Chat, aber ich meine, Sniper Wolf ist nicht mehr da. Weil ich weiß ja, was noch kommt. Sie ist weg! Oh mein Gott! Wie konnte das nur passieren? Jetzt kommt ein scheiß Part-Chat. Nicht bewegen! Wir wären eh nicht reingekommen. Eine Stufe 6 Karte. Solch Neidziele kann man nicht verfehlen. Waffe fallen lassen. Langsam.
Sie sind ein Narr, dass Sie hierher zurückgekommen sind. Eine Scharfschützendame, wie? Wussten Sie nicht, dass 2/3 der besten Scharfschützen der Welt Frauen sind? Möchten Sie zuerst sterben? Oder lieber Ihrer Freundin zusehen? Nachdem Sie tot sind. Ach wirklich? Wenigstens geben Sie nicht auf. Ich bin Sniper Wolf. Und ich töte meine Opfer. Immer. Sie sind für mich eine besondere Beute. Klar? Ich habe sie gezeichnet. Nicht vergessen. Cringe. Bis ich dich töte, denke ich nur an dich. Weg mit ihm! Oh, das wird so ein Scheiß-Part. Ich weiß noch nicht, welchen Weg. Ich weiß, also eigentlich will ich ihn verkacken, damit ich schnell hier durch bin. Geht der Trick hier überhaupt? Von früher? Hier gab's auch einen Trick. Nur mit diesem Trick habe ich es geschafft. Weil das ist echt hart gewesen früher. Ich wusste, ich werde dich eines Tages treffen. Der Mann, der das meine gestohlen hat. Der mein Geburtsrecht gestohlen hat. Vergiss es. Du bist gut festgebunden. Na, wir sind uns doch ähnlich, findest du nicht, kleiner Bruder? Oder sollte ich sagen, großer Bruder? Ich weiß nicht. Aber das ist egal. Du und ich sind die letzten überlebenden Söhne des Big Boss. Ich bin's. Tatsächlich. Und dann... diese Idioten! Die Synchro von Liquid ist die beste. Also gut, komme sofort. Ja, Liquid klingt so dumm. Sie erfüllen unsere Forderungen nicht. Wir zünden die erste Rakete wie geplant in 10 Stunden. Verdammte Amerikaner. Sie haben sich wohl verschätzt. Etwas stimmt nicht. Die Amerikaner sind sonst immer die Ersten am Verhandlungstisch. Sie müssen glauben, noch einen Trumpf in der Hand zu haben. Das ist es also dann. Wir zünden die Atomrakete und reiten sie schön in die Geschichte ein. Ich kümmere mich um die Startvorbereitung. Du übernimmst, Ocelot. Und du? Möchtest du dem Spektakel zusehen? Nein, kein Interesse. Ich muss die Familie füttern. Zack, die hat Zepam rein. Ich sag ja, die futtert die wie Smarties. Du ziehst deine Wölfe meiner Show vor? Hm. Ocelot, keine weiteren Pannen wie mit dem Chef. Ja, ich weiß. Das war ein Unfall. Ich hatte mir den Bürohengst nicht so hartnäckig vorgestellt. Nun, seine mentale Abwehr wurde durch Hypnotherapie verstärkt. Boss, was ist mit dem Ninja? Er hat 12 Männer getötet, wer immer er ist. Er ist ein Spinner. Der Kerl hat mir meine Hand genommen. Wie kam der rein? Vielleicht gibt's einen Spion. Beste Synchro ist immer noch irgendwie die von Revolver Ocelot. Ist tot. Wir wissen noch nicht, woran Baker und Octopus starben. Uns fehlen Leute, also halte die Folter so kurz wie möglich. Folter? Das ist ein Verhör. Ach, wie du willst. Bis später, Bruder. Dein Mädchen gibt es noch. Merle? Bis später, Hübscher. Ah, wenn sie mal ein Opfer hat, denkt sie an nichts anderes mehr. Manchmal verliebt sie sich sogar in ein Opfer, bevor sie es umbringt. Komisch, dass sie dann Sniper Wolf heißt und nicht Schwarze Witwe oder so, ne? Wie fühlst du dich? Black Widow. Okay. Ich habe auf dem Drehtisch gut geschlafen. Schade, dass ich alleine war. Freut mich aber. Das ist auch kein gewöhnliches Bett. Ich zeig dir ein paar der interessanteren Funktionen.
Wo sind meine Sachen? Oh, keine Sorge, ist alles hier. Washington hat mit dir einen gewagten Versuch unternommen. Sieht so aus, als hätten sie dich überschätzt, mein Bodenjunge. Metal Gear ist also mit einer neuen Art Atomsprengkopf bewaffnet, hm? Warum fragst du nicht Campbell nach den Einzelheiten? In keiner. Übrigens, du hast eine Laserdisc von Präsident Baker erhalten, nicht wahr? Und wenn? Ist das die einzige Disc? Keine weiteren Daten? Was meinen Sie? Es gibt keine Kopie? Wenn nicht, kein Problem. Ist Meryl okay? Sie lebt noch. Wolf war wohl in großzügiger Stimmung. Und wenn sie weiterleben soll, fängst du wohl besser an, meine Fragen zu beantworten. Du hattest eine Schlüsselkarte. Wo sind die beiden anderen? Was ist der Trick mit den Schlüsseln? Trick? Der Präsident dieses Wiesel sagte, es gäbe einen Trick beim Verwenden der Schlüssel. Keine Ahnung. Ich weiß es. Aha. Kein Problem. Wir werden ein Spiel spielen, Snake, und herausfinden, was für ein Mann du wirklich bist. Wenn die Schmerzen unerträglich werden, gib auf und dein Leiden hat ein Ende. Wenn du das tust, gehört das Leben des Mädchens mir. So. Wenn sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können sie die Folter überleben. Können. Falls sie aufgeben möchten, ich muss in meine Mash-Position gehen. Select-Taste. Wenn ihre Lebensanzeige null erreicht, ist das Spiel. Wenn ich es nicht schaffe, ist nicht schlimm. Keine Fortsetzung, mein Freund. Es ändert nur das Ending. Vergessen Sie Dauerfeuer oder es knallt. Ich werde eine hohe elektrische Spannung durch Ihren Körper leiten. Nur für eine kurze Zeit. Es wird Sie nicht töten. Sie sind hart, Snake, aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie sind kein Kriegsgefangener. Sie sind eine Geisel, keine Genfer Konvention. Niemand kommt sie retten. Langsam, ungemütlich. Gut. Ich mesh mich schon mal warm. Richtig. Ich kann nicht mehr meschen. Fangen wir an. Gott. Okay. Los. Ich weiß nicht, ob ich mit links oder rechts besser meschen kann. Es ist so lange her. Du hast gewonnen. Was? Ich hab nicht Select gedrückt! Genug? Ich bin nicht dran. Sie sind also doch. Ich bin ja nur dran gekommen. Ich werde sie nicht mehr. Das ist so ein dummes Scheißding. Aber ich bekomme die Frau. Ich werde meinen Spaß haben, bevor sie stirbt. Oh, ich wollte es wenigstens versuchen. Ich hoffe, Sie werden damit leben können, mein Freund. Das Touchpad. Ich wollte halt meschen und bin mit dem Handballen ans Touchpad gekommen. Es war so doof. Ja, ich hab so krass gemasht, dass ich an das Touchpad... Warum ist es auch das Touchpad? Die größte Taste am Controller. Ich hab wohl einen Mitbewohner. Der DARPA-Chef. Gut, habe ich mich halt für das Ending entschieden. Plot-Twist, der DARPA-Chef liegt hier, aber wir haben den doch in der Zelle gehabt. Das stinkt. Wie kann das denn sein, Chat? Wie kann das denn sein, dass der hier liegt? Oh, und der ist krank. Ich hab mich erkältet. Warum ist er denn krank? Sie hat meine Uniform. Ist das etwa der Soldat, der... Womit spielst du denn da rum? Ist das etwa der Soldat, der... ausgezogen wurde von Meryl? Was machst du denn? Halten Sie die Klappe! So, man kann sich jetzt unterm Bett verstecken, dann kommt er, glaube ich, rein. Womit spielst du denn da rum? Snake, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Snake, hol mal eben was zu trinken, während die labern. Den Forderungen nicht nach. Wir werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Meryl.
Aber hören Sie endlich auf zu lügen! Wovon sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear, geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstrickt? Oh Chad, ich muss eine Pause machen. Ich hab was vergessen. Vielleicht ist mir eine Glasflasche im Eisfach geplatzt, weil ich sie kurz reinlegen wollte. Und wer hat sie dann vergessen? Ich. Moment, bin gleich wieder da. Ich schalte mal 3 Minuten Werbung.